BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Es war ein denkwürdiger Wahlabend. Und das nicht nur bundesweit, sondern auch in Baden-Württemberg. Die AfD erhält landesweit 12,2%, die Grünen werden mit 13,5% drittstärkste Kraft. Die CDU holt alle 38 Direktmandate, muss aber bei den Zweitstimmen herbe Verluste hinnehmen. Die SPD fällt auf 16,4%. Die FDP zieht wieder in den Bundestag ein und das mit 12,7%, sogar zweistellig. Wir haben Stimmen dazu aus dem Land. Die CDU kann weiter regieren. Angela Merkel kann Kanzlerin bleiben und in Baden-Württemberg holte die CDU alle Direktmandate. Trotzdem, mit dem Wahlergebnis kann die Union nicht zufrieden sein. Dementsprechend lange Gesichter auf den Wahlpartys in Reutlingen, Tübingen und Meßstetten-Hartheim. Nicht nur das eigene Abschneiden, auch die Gesamtsituation sorgt für Verdruss. Also knapp 15% für die AfD machen mich schon auch betroffen und stimme ich große Sorge. Wenn man dann noch die 9% der Linken dazu zählt, dann haben wir fast 25% links und rechts außen. Das macht es enorm schwer. Und ich glaube, da haben wir eine Riesenverantwortung als Volkspartei, dass wir hier wieder versuchen müssen, die Menschen zurückzugewinnen. Wir werden die AfD, wir werden ihr die Maske entziehen, denn aus der Erfahrung in den Bundesländern, in denen sie im Parlament vertreten sind, kommt nichts Konstruktives, sondern nur Chaos. Wir wollen aber unser Land in eine gute Zukunft führen und dafür nehmen wir jetzt auch dieses Ergebnis an. Der enttäuschendste Moment heute Abend war für mich, als die SPD gesagt hat, sie macht sich vom Acker. Ich sage das mal so plastisch, sie entzieht sich der Verantwortung. Wenn dann Schulz noch sagt, sie sei ein Bollwerk der Demokratie, kann ich das wirklich nicht nachvollziehen. Nicht, dass das meine Lieblingskoalition gewesen wäre, aber wir leben nach der Devise erstes Land und dann die Partei und offensichtlich sieht es bei der SPD anders aus. Die SPD sieht das anders. Der Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann sieht in der Oppositionsrolle der SPD den Wunsch der Wähler verwirklicht. Wir sind nicht dafür gewählt, zu regieren. Wir haben für die Dinge, die wir in der Großen Koalition bewegen konnten, die Erfolge, die wir dort hatten und auch für unsere Zukunftskonzepte nicht die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler bekommen. Da ist die Konsequenz zu sagen, unser Weg ist der Weg in die Opposition. Lange Gesichter bei der SPD in Tübingen, Reutlingen-Oferdingen und Albstadt-Ebingen. Ein bitterer Wahlabend, nicht nur für die Genossen, sondern auch für die Demokratie. Dieser Ansicht ist nicht nur Martin Rosemann. Ja, das ist natürlich ein Stück weit jetzt echt hart, weil wir haben die letzten Wochen und Monate für ein besseres Ergebnis gekämpft. Aber auf der anderen Seite ist das wohl der Volkswille und den müssen wir insofern jetzt mal respektieren. Für uns geht es jetzt darum zu analysieren, woran lag's. Was müssen wir eventuell ändern? Und die kommenden Wochen werden bestimmt spannend werden. Also ich denke, ausschlaggebend ist natürlich die Große Koalition. Ich hatte ja schon nach der letzten Wahl gesagt, das Beste für die SPD wäre gewesen, wenn wir in die Opposition gehen, damit die Wählerinnen und Wähler auch einfach auch mal die Unterschiede auch zwischen den Koalitionspartnern auch sehen konnten. Die FDP ist wieder zurück im Bundestag und mit ihr auch Pascal Kober aus dem Wahlkreis Reutlingen. Feierlaune daher in Reutlingen, Balingen und Tübingen-Lustenau. Jetzt geht's an die Koalitionsverhandlungen. Wunschpartner hat die FDP keine. Wir haben vor allen Dingen Wunschthemen, also Bildung zum Beispiel, Digitalisierung, aber auch die Frage, wie sind die sozialen Sicherungssysteme wetterfest und zukunftsfest zu machen. Und wer mit uns an den Themen arbeiten will für die nächsten Jahre und ernsthaft arbeiten will, der kommt natürlich als Partner auch in Frage. Wir sprechen über das Thema Digitalisierung. Wir sagen halt, die Digitalisierung ändert alles. Wann ändert sich die Politik? Da sagt mein 11-jähriger Sohn, Papa, das ist ein guter Spruch, das ist richtig. Und da sind wir halt auch sehr stark unterwegs gewesen, ich selber halt auch. Und denke auch, dass wir vielleicht auch mal darüber nachdenken, wie demnächst entsprechend mal abgestimmt wird. Vor allem bei jungen Menschen hat die FDP zugelegt. Den Erfolg der Liberalen führt der Tübinger Kandidat Christopher Gohl aber auch auf Versäumnisse der Großen Koalition zurück. Ich glaube, dass die Große Koalition Stillstand produziert hat und die Unruhe im Land gar nicht wahrgenommen hat. Und das liegt auch, glaube ich, daran, dass man einfach vergessen hat, die arbeitende Mitte unseres
unseres Landes, auch unseres Wahlkreises, eigentlich zu ignorieren. Man hat sich von Flüchtlingen einerseits und irgendwie Neiddebatten über Reiche andererseits treiben lassen und eigentlich die Politik für die Mitte des Landes vergessen. Die Linke feierte in Reutlingen ohne ihre Kandidatin Jessica Tatti. Denn die war in Berlin und uns per Telefon zugeschaltet. Jessica Tatti wird in der kommenden Legislaturperiode im Bundestag sitzen. Zunächst mal möchte ich mich bedanken bei allen Wählerinnen und Wählern, die sich diesmal für die Linke entschieden haben. Und sie dürfen damit rechnen, dass die Linke als starke Opposition im Bundestag für soziale Gerechtigkeit eintritt. Schon länger im Bundestag sitzt Heike Hensel und sie feierte in Tübingen-Lustnau. Auf der einen Seite zeigte sie sich erfreut über das eigene Ergebnis, auf der anderen Seite besorgt über das starke Ergebnis der AfD. Es gibt einen Rechtsruck in Deutschland. Wir sehen es durch die AfD, die sehr stark einzieht, aber auch natürlich durch das Erstarken der FDP. Wir haben also ein rechtes Lager, das gestärkt ist und das muss uns allen zu denken geben. Und deswegen warnen wir ja davor, die soziale Frage zu vernachlässigen und weiter mit neoliberaler Politik, mit Agenda 2010 zu machen, ist der völlig falsche Weg. Wir müssen die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen. Die Grünen in Reutlingen und Tübingen sind zumindest zufrieden mit dem Erreichten. Drittstärkste Kraft im Wahlkreis Reutlingen, im Wahlkreis Tübingen sogar zweitstärkste. Die beiden Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmecke und Chris Kühn bereiten sich schon mal auf die Sondierungsgespräche vor. Das Ziel heißt Jamaika. Auf jeden Fall wird es so sein, dass wir sehr hart verhandeln. Und die Bedingung ist einfach, es müssen grüne Inhalte mit dabei sein. Und ohne grüne Inhalte wird es keine Koalition mit uns geben. Wir haben Verantwortung in diesem Wahlkampfverhalten, vor allem von den vielen Menschen, die uns gewählt haben, für Klimaschutz, in Tübingen für das Thema bezahlbarer Wohnraum. Und dafür werden wir jetzt Verantwortung übernehmen und damit auch sehr verantwortungsvoll umgehen in den nächsten Wochen bei Gesprächen und Sondierungen mit anderen Parteien. Denn Deutschland braucht eine stabile Regierung. Ob es eine stabile Jamaika-Regierung gibt, ob es sich die SPD vielleicht doch noch anders überlegt oder ob Neuwahlen drohen, die kommenden Wochen werden spannend. Auch aus Stuttgart kommen die ersten Stimmen zur gestrigen Bundestagswahl. So spricht der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Wolfgang Reinhardt von einem ernüchternden Ergebnis. Immerhin bleibe Angela Merkel Bundeskanzlerin. Zudem sei es gelungen, Rot-Rot-Grün zu verhindern. Ungetrübte Freude hingegen bei der Landes-FDP. Man habe wieder zu alter Stärke zurückgefunden, so der Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rühlke. Und den Grundstein dazu hätten die Liberalen in ihrem Stammland Baden-Württemberg bei der Landtagswahl im letzten Jahr gelegt. Und auch bei den Grünen ist die Stimmung nach der Bundestagswahl gut. Die Landesspitze Sandra Detzer und Oliver Hildenbrandt freuen sich ebenso wie Landtagspräsidentin Muhterem Aras über ein gutes Ergebnis nach einem schwierigen Wahlkampf. Von einem bitteren Abend spricht die Landesvorsitzende der Sozialdemokraten Leni Breimeyer. Die SPD wolle jetzt erst einmal Luft holen, das Ergebnis aufarbeiten und danach ihre Entscheidungen treffen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Nachdem sich der Nebel verzogen hat, bringt uns der Dienstag noch einmal bis zu 7,5 Stunden Sonne. Die wechselt sich mit einigen Wolken ab, bei milden 17 bis 20 Grad. Am wärmsten wird es in Mannheim und Karlsruhe. Am Mittwoch ist es besonders im Süden Baden-Württembergs bewölkt und es kann dort auch zu einzelnen Schauern kommen. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 20 Grad.